Moin Moin und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition auf meiner kleinen Realm. Und ich nehme im Endeffekt für euch im Anschluss der letzten Folge auf, also ich konnte nicht mehr wirklich was machen. Ich habe nur das Feld nochmal neu bepflanzelt. Sieht auch schon mal wieder relativ gut aus. Sehr schön. Da fehlt auch was. Ne, geht. Ja, deswegen bin ich natürlich komplett unvorbereitet. Ah, jetzt weiß ich, was ich gucken würde. Und hatte überlegt, ich brauche ja eigentlich demnächst mal ein Sumpfbiom. Ist wichtig, ich brauche den Schleim. Muss erstmal wissen, wo eins ist. Und dann wollte ich dann doch eine neue Karte machen. Und gucken, dass hier noch genug Zuckerrohr ist. Was geht? Ja, damit können wir was anfangen. Huch. Ich muss auch wieder Farm und Rüstung und. Oh. Komm nie wirklich zu dem, was ich machen will. Okay, wenn ich wüsste, was ich machen will. Hey, da. Und erstmal wieder hoch. Ja, natürlich gucke ich jetzt nicht. Also es sind schon, wie schon erwähnt, welche drauf. Und habe jetzt noch nicht nachgeguckt. Werde auch noch nicht nachgucken. Lass sie erstmal alle in Ruhe ihre Anfangsbauwerke bauen. Je nachdem, was sie da vorhaben. So, jetzt müssen wir kurz. Ja. Werkbank. 1, 2, 3, 4. Ah, das ist doch schon mal sehr schön. Ich hatte überlegt, dass ich jetzt doch nicht hier diese Monsterkarte mache. Ne? Wenn ich diese Monsterkarte, kann ich ja vielleicht später oder irgendjemand anders aus dem Serverteam möchte es gerne machen. Diese riesige Karte zu auszufüllen. Nein, ich wollte dann doch vielleicht erstmal die eine Nummer kleinere Variante nehmen, was dann diese hier sein wird. Das muss ich nur überlegen. Scheiße, ich muss ja. Ah, jetzt habe ich ein Problem. Ich muss die Karte. Okay, ich will ja nach links gehen. Ich will ja nach da gehen. Dann muss ich erstmal eine Karte machen. Welche auf jeden Fall mit Kompass ist. Und es wird schon wieder dunkel. Ah, ja, sehr Glückwunsch. Der Herr vom Fremdenverkehr hat mal wieder keine Ahnung. Zack, zack. Einmal kurz mit Kompass. Zack. So, wir machen kurz mal eine leere Karte mit Kompass. Sehr schön. Machen wir mal kurz einen Brustpanzer, einen Helm. Sehr schön, das sind wir schon wieder so ausgerüstet. Dann müsste ich da jetzt. Okay, hier ist die volle Karte. Da ist die leere Karte. Muss ich ganz kurz sortieren. So, jetzt gehen wir mal hier. Da. Kurz mal raus. Müssen wir einmal kurz außerhalb meines Bereichs gehen. Dadurch, dass es ein Kreis ist, müsste ich ja jetzt außerhalb sein. Dann jetzt die Karte hier öffne. Zack. So. Und wenn ich die jetzt vergrößere, hoffe ich, dass sie sich nach da auch weiter vergrößert und nicht. Oh scheiße, wir kommen jetzt wieder zurück. Hier könnten auch Tiere durch. Komisch. Hoffe ich, dass die Karte sich auch dementsprechend vergrößert. Oh, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich die richtige Karte erwische. Jetzt will ich erstmal die eventuell falsche wegpacken. Das ist die richtige, sehr schön. Ich muss auf Nummer sicher gehen. Danke, Handy, für die Vibration. So. Und da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Und Luki Luki. Ja, es hat sich in die richtige Richtung vergrößert. Sehr schön. Hat mal ausnahmsweise was geklappt. Dann packen wir das nochmal kurz hier zurück. Wie viele Blätter ich schon wieder verbraucht habe. Ne? Das ist ja abartig. Das muss ich mal ganz kurz mich entleeren. Oh, ich habe noch extra eine Steinkiste, ich Mongo. Irgendwo. Stimmt, das war die. Gott, wie doof kann ein Mensch sein? Ja, gehen wir kurz am hinlegen. Nehmen uns was zu essen und begeben uns dann in die weite Ferne. Zack. Oh, Moment. Okay, hier haben wir die Karte. Stimmt, da wollte ich nochmal die mitnehmen. Obwohl. Nee, kann ich hier. So groß ist das gar nicht, der Bereich. Moment, wo waren wir? Genau, Essen. Wo wollte ich noch essen? Ich habe doch Essen irgendwo extra reingepackt. Da. So. Verzeiht mir diese Verpeiltheit. Und. Dann packen wir eine Karte nochmal kurz her. Zack. Und so groß ist der Bereich wirklich nicht, den ich da angucke. Der ist ja wirklich ausgefüllt.
Ja, sonst packe ich dann einfach auf die Rückseite noch eine größere Karte irgendwann. Ist eine Variante, ist eine Idee. Jetzt will ich nur gucken, dass ich hier irgendwie einigermaßen heil rauskomme. Aber dann habe ich hier. Okay, die Karte ist echt ein bisschen klein, ne? Aber vielleicht sollte ich immer lieber erstmal klein anfangen, dann auf größere Spuren gehen. Uppala. Hallo Skelett. Schütz dich mal schön in der Sonne. Blöde Kuh. Ist weiblich. So. Moment, gerade in die Hand, sonst wird das nichts. Okay, das ist aber schnell ausgefüllt. Vielleicht auch eine Nummer größer machen. Kann sich ja im Nachhinein. Diese Karte hier könnte ich auch im Nachhinein größer machen. Macht auch wieder Sinn. Und hier ist eine Werkbank. Okay. Wo kommst du denn her? Hier ist ein halb abgeschlagener Pilz. Leute, wenn ihr was abbaut, ganz abbauen bitte. Dankeschön. Oh, toll, dann haben sie gerade schon ausgefüllt. Sehr schön. Das ist natürlich jetzt praktisch. Nicht wirklich. Und das versaut mir wieder meine Idee der Folge. Meine Fresse. Gut. Hat sich das auch erledigt? Das ist ein dummer See, ey. Das ist ja voll flach. Huch. Ich hoffe, dass ich schaffe, nach der Folge vielleicht ein bisschen Ruder zu kommen. Ein bisschen vielleicht vorzuarbeiten. Ich hatte ja noch meine Mauer überlegt. Aber ich brauche den Schleim dazu. Und ihr wisst ja meine Probleme, die ich habe. Und zwar, ich bin dumm. Ne, ich bin sehr dumm. Das ist ein typisches Problem unter dumm. Das heißt, dass man dumm ist. Ich hätte auch gerne noch einen Stall. Ich hätte gerne ein Pferd. Habe ich nicht aus dem einen Spawner eine Pferderüstung und alles? Ich bin vergesslich. Ich bin eigentlich nur ein tierisches Opfer hier und ihr guckt mir zu. Ich weiß gar nicht warum. So. Okay, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen geradeaus weiter. Mal schauen. In der Hoffnung, wir werden einen Dschungelblumen finden. Ich finde es aber krass, wie viele Pilzbäume hier rumhocken. Ich habe gerade eine Tür, falls ihr es gehört habt. So. Okay, ein Pferd wäre jetzt natürlich auch praktisch gewesen, ne? Ah, ich habe noch gar keine wirklich gesehen. Außer ich glaube, wer ist das in der Nähe? Der Commander Keys, der Jason Keys von Twitter. Und den Kommentaren. Hihi. Der wird sich gerade wundern, dass ich nicht antworte, muss ich dann finden, er schreibt. Weil die meisten bekannt ist, ich antworte nicht, wenn ich aufnehme. Ah ja, und ist ein neuer PvP-Server rausgekommen. Warum ist hier ein natürliches Kreuz? Was ist denn das? Mysteriös. Neuer PvP-Server rausgekommen. pe.mineplex.com. Ich habe überlegt, da was aufzunehmen, wollte ich aber noch nicht. Ich wollte mal ein bisschen warten. Weil wenn man da in die Lobby geht, ist ruckelt wie die Hölle, man hat ständig Verbindungsprobleme und also es läuft echt nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und das bringt mir nichts, das bringt euch nichts. Außer ihr wollt es wirklich ganz dringend, dass ich das mal aufnehme, aber dann müsst ihr damit rechnen, dass ich da ausraste. So. Okay, ausrasten wollt ihr ja immer, dass man das macht, aber... So, sogar mitnehmen. Oh, da scheint sich ein anderes Biom aufzutun, da ist ein Creeper, da will ich nicht hin. Also manchmal finde ich meine Map echt komisch. Ach, das ist so ein Birkenbaum-Biom. So ein BBB, so. Bring mich Werkstatt, keine Ahnung. Braucht keiner. Keiner braucht die Bäume. Wer baut damit? Das ist schon wieder so was Grünes. Lass mich jetzt mal hier lang. Meine Fresse. Bin ich noch auf der Karte zu sehen? Ja. So finde ich mich einigermaßen zurück. Aber was ist denn hier los? Ich sollte echt den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Das ist echt viel zu hoch. Kommt, nimm mal ein paar Blümchen mit. Für unsere nicht vorhandenen Haustiere. Das Deko. Ja, da war ein Skelett. Hallo Schaf. Ich möchte jetzt ein Sumpfbiom sehen. Es wird bestimmt bald dunkel. Ich kann nicht schlafen. Okay, riesiges Feld. Riesiges. Alter, ist das groß. Ich hätte doch eine größere Karte machen können. Hui, hui. Lass mich. Was läuft denn hier alle rum? Ja, verbrennt mal schön. Bin ich auf der Karte? Nein, bin ich nicht. Oh, fuck. Ab jetzt wird's gefährlich. Ich und mein Orientierungssinn. Ich komme nicht mehr. Oh nein. Nicht sterben. Was machst du denn? Ach,
Kinders. Immer muss man auf euch aufpassen. Da ist ein Kürbis. Hier war ich doch schon mal. Na super. Okay, wir rennen noch mal ein bisschen weiter. Das ist jetzt wirklich eine durch die Gegendlauffolge. Hallo. Jo, komisch. Ah ja, und es ist jetzt noch ein anderer drauf. Wurde zumindest eingeladen. Wollte auch raufkommen, der auch aufnimmt. Ist so gesehen im Bereich wie ich. Und vielleicht schaffe ich es ja mal mit ihm zusammen aufzunehmen. Wäre natürlich sehr cool. Kiwidikli, wenn ihr ihn kennt. Und wenn ihr es nicht verstanden habt, habt ihr gerade Pech. Ich werde ihn demnächst natürlich in die Videobeschreibung packen. Und sollte ihn reinfallen lassen. Nicht immer weggehen, wenn man stirbt. Und werde natürlich schauen, dass, weil Cloud wollte ja den nächsten TS-Server machen, ob man da nicht sich mit auch anderen unterhalten kann. Stealth zum Beispiel. Mal schauen, was sich da so ergibt. Und ja, jetzt bin ich mir immer noch am Gucken. Aber es kommt mal irgendwie auch mal ein anderes Biom. Das ist ja langweilig hier. Du läufst erstmal 10.000 Kilometer, bis du überhaupt ein anderes Biom hast, oder was? Und es wird dunkel. Zuckerrohr! Hey! Das nehme ich doch lieber mit. Und ich warte immer noch mein scheiß Handy. Ich habe jetzt endlich mal hier DRL, bla bla bla. Hasis! Hallo Hasis! Die Sendungsnummer bekommen. Verfolgung, Statusverfolgung. Heute ist Dienstag. Und da hieß es, dass es heute kommt. Aber ich sehe, dass es noch gar nicht mal in Auslieferung ist. Also kommt es wohl nicht morgen, beziehungsweise für euch heute, wenn das Video rauskommt, glaube ich. Bin ich den kompletten Tag unterwegs und wenn es heute kommt, dann werde ich einen schönen Zettel im Briefkasten haben. Können Sie morgen von der Post abholen? Dann kriege ich ihn für ihn. Dreh ich durch, ich hasse es. Also ich hoffe wirklich, dass ich es zum Wochenende kriege, damit ich auch das Special machen kann. Wenn nicht, verschiebt sich das Special dementsprechend. Hab ich schon auf Twitter geschrieben. Weil ich möchte es einmal mit dem Handy aufnehmen. Damit es auch schön aussieht. So, kann ich mal was anderes kommen? Ich hatte auch überlegt, ob ich auf 4K aufnehme. Könnte ich, aber ob sich das lohnt. So, jetzt sind wir also in so einem Biom hier gelangt. Ey, den ganzen Weg darf ich noch zurücklatschen, ich Depp. Hallo? Hört mich jemand? Das sind Ferdis. Ich habe natürlich keine Fernseite mit. Keine Leine, nix. Okay, da ist noch richtig viel Zuckerrohr, aber da möchte ich gerade nicht hin. Ich möchte hinter die Kuppe gucken, nicht, dass da doch ein Sumpf kommt. Das muss ich außerhalb der Aufnahme gucken. Bringt ja nichts. Da ist... Was ist denn da? Da ist nicht viel. Okay. Geht's dir gut? Ja. Hat aufgehört. Geht ihm gut. Alter, sind die viele Pferde. Da rede ich von Pferden. Und kommen Pferde. Ich rede vom Sumpf. Es kommt kein Sumpf. So in der Scheiße. Nicht mal ein Dorf. Kein Biom mit Tempel. Nicht mal Sumpf. Ein Glück habe ich genug Essen dabei. Das ist natürlich hier Tierparty. Und es wird dunkel. Alter! Hallo? Hallo? Ey, wie weit bin ich denn schon gelaufen? Okay, jetzt reicht's. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Da ist ein Dorf, ich dreh durch. Gut, dann werden wir wenigstens noch das Dorf plündern.
Oder was ist da? Geile Berge im Hintergrund. Ja, ein Dorf und da ist schon wieder gestorben. Mit einer Schmiede. Cool, aber leider nichts drin. Ne? Man findet nie das, was man sucht. Nur ein bisschen Eisen, Eisenhelm und ein paar Äpfel. Ja, ganz toll. Habt ihr vielleicht Bücher, Dings, da Bumster? Euch geht's nicht so ganz gut, ne? Eure Nasen sind immer noch schwarz. Was haben wir hier? Hä? Rote Betesamen, ist ja geil. Ja geil, das nehmen wir doch mit. So, einen lasse ich euch über, dann könnt ihr nachpflanzen. Naja, hat sich doch ein bisschen gelohnt. Ich weiß zwar nicht, wofür man rote Beete braucht, aber nimm uns einfach mal mit. Du machst hier nicht alles kaputt. Komm. Drecksvieh. Die Bücher? 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 Nein, keine Bücher. Da sowieso nicht. Was ist denn hier noch Schönes? Ja. Bücherregal. Oh Gott. Das ist ja wie im Himmel. Oh, geil. Du hast nichts gesehen. Auch wenn du eine Brille trägst. Du hast nichts gesehen. Du hast die falsche Brille an. So, jetzt will ich nochmal kurz gucken, was hier oben drauf ist. Noch mehr rote Beete oder was? Tatsache. Alles mitnehmen, okay. Weizen brauche ich nicht. So, was habt ihr hier noch? Kein Eingang. Weizen, Weizen, Weizen. Und noch mehr rote Beete oder was? Jo. Alles mitnehmen. Vielleicht freut sich irgendwer zu Hause darüber. War ja klar. Ihr habt einen Wasserrohrbruch. Mach mal hier, heile jemand. Was kommt man bei euch hier überhaupt rein? Ihr habt doch auch. Ihr seid Helden. Ihr habt ihn da gebaut. Na komm, lass mich rein hier. Na ihr? Das ist nicht der Klug. Komm, ich lasse, mach hier mal hier einen Ausgang. So, zack. Soll ich mir noch mal kurz da oben gucken? Da klopfen die uns schon mit der Tür. Die haben Angst vor dem Dunkeln. Deswegen. War ich hier oben schon? Nee. Hier war, glaube ich, eh nichts. Nee, außer ihr beiden. Ist ja nicht viel. Guck ich nochmal hier rein. Was macht ihr denn für Dächer? Bücher. Sehr schön. So. Gut. Die Tür ist zu, da kommt keiner rein. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Ich weiß, es war ein bisschen viel dummes Rumgelatsche, weil ich einen Sumpf gesucht habe, aber am Ende haben wir doch noch was Schönes gefunden. Lasst gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Und würde ich sagen... Yum, 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 yum. Mach ich gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.